Kommt einerseits aufs Konzert drauf an. Ganz klar, wenn es jetzt eher ein akustisches Konzert ist, sind sicherlich akustische Instrumente mehr gefragt. Ich habe definitiv meine Favorites angetan. Also ich stehe total auf meine Gibson Les Paul. Honey Burst, die halt leider nicht dabei ist, die halt wieder für die akustische von Gibson dabei. Aber gerade als Session-Musiker ist natürlich schon eine breite Bandbreite an Instrumenten gefragt. Und da geht es einfach mit Sounds an, also mit Stilistiken, die man abdeckt. Das heißt, wenn ich halt vielleicht eine eher jazzigere Session habe, dann werde ich sicherlich mit meiner Heavy-Metal-Gitarre aus, sondern umgekehrt. So gesehen wechsle ich schon, ich wechsle auch gern. Es inspiriert mich auch hier und da einfach mit einem anderen Instrument, das sich auch anders anfühlt, anders reagiert. Aber es gibt schon so Favorites. Ein, zwei Gitarren. Habe ich mir auch mal ganz besorgt, aber das war eher so eine Gimmick für eine Recording-Session. Da hat der damalige Produzent hat gesagt, ob ich irgendwelche Scherzsachen habe. Ich habe nichts gehabt, scherzmäßig, keine Bouzoukis oder nicht, dass das nicht das Scherzhaft Ukulele. ja oder so. Und dann habe ich gesagt, komm, da gibt es eine ganz nette Banjo-Option und habe mir die mal besorgt. Aber klar, Bass ist mittlerweile auch, gerade im Studio für mich ein wichtiger Teil, weil ich bin als Komponist, Arrangeur, Produzent tätig und einfach aus der Not heraus habe ich irgendwann angefangen, einfach Bass zu spielen. Wenn du irgendwie um 3 in der Früh deinen Song gerade layoutest zu Hause bei dir im Studio und sagst dann, ja gut, jetzt Bass, soll ich den jetzt irgendwie an der MIDI-Tastatur, ich habe zwar ein bisschen Klavierunterricht gehabt, aber es ist nicht mein Hauptding, soll ich das jetzt so einspielen oder mache ich das, was ich eigentlich eh kann, und transportiere vielleicht auf den Bass? Und so hat sich das auch entwickelt, so einfach Learning by Doing-mäßig Bass zu spielen. Und mittlerweile ist es so, dass ich sowohl Bass als auch Gitarren-Sessions anbiete. Was einfach auch für den Kunden manchmal ganz reizvoll ist, weil es aus einer Hand kommt, der hat das gleich in einem Tag oder in 2 Tagen vielleicht auf dem Tape und in sich ist es vielleicht schlüssig oder schlüssiger, das liegt natürlich immer im Auge des Einzelnen. Aber gerade diese typische Studioproduktion, wo du eine Spur über die andere legst, ist natürlich ganz cool, wenn du einfach dann in dem Moment auch auf einen Basssound zurückgreifen kannst. Ja. Und nicht angewiesen bist, vielleicht 3 Tage später einen ganz anderen Marschroute einzuschlagen und dann haben die Gitarren hinfällig oder so. So ist es ergeben. Mundharmonika, gut, aber darüber. Mundharmonika, bin ich also am Blues bringe ich heute halt noch raus. Also, bei mir ist es so, ich verwende zwei sehr unterschiedliche Setups. Das eine Setup jetzt im E-Gitarrenbereich ist ein sehr aufwendiges Analog-Setup mit Vox AC30 Top-Teilen, Marshall Top-Teilen, selektierte Boxen von Vox und Marshall ausgestückt mit Eminence-Speakern und habe nach langem Ausprobieren mich dazu entschlossen, rein analog zu gehen. Das heißt, ich habe meine analogen Bodentreter, da ist Standardzeug dabei, Delay, Chorus, Tremolo. Harmonizer, das wird dann schon ein bisschen abgedreht wieder, ist natürlich nicht analog, sondern das ist dann digital. Ansonsten ein paar EQs und Wah-Wah-Pedale. Und habe aber gerade letztes Jahr um die gleiche Zeit erstaunlicherweise angefangen, eine Sache zu bekämpfen, die mich immer geärgert hat. Wenn du nämlich alles zusammensteckst, hast du irgendwann eine Riesenkette an Effekten und das Signal wird auch immer schlechter, obwohl die vielleicht gar nicht an sind. Ist ja irgendwo logisch, weil das durchläuft ja viel, viel mehr elektronische Bauteile als jetzt ein reines Kabel. Und um das auszuschließen, habe ich es bei mir dann so gelöst, das Ganze in Form einer MIDI-gesteuerten Matrix zusammenzubauen von Voodoo Lab, nennt sich die Firma. Was unterm Strich heißt, es sind alle Effekte ständig an, aber es werden nur die geroutet über Relais, die dann gerade gebraucht sind. Und das ist für mich so wirklich mein Setup. Also das ist so das eine Hauptsetup, das ich im Studio verwende. Da hast du mit einem Klick schaltest du Delay, Chorus und Harmonizer und dann zack, der nächste ist vielleicht clean und nur der Chorus. Das ist einerseits sehr reizvoll, weil dieser typische Stepptanz wegfällt, den wir gerne Gitarristen haben. Und auf der anderen Seite klingt es einfach auch super. Problem ist ein riesengroßes Ding, ein paar Flight Cases, macht den Kofferraum schon voll. Und das ist natürlich bei gerade Touren uninteressant, weil wir sehr viel fliegen mit Ian Anderson. Da greife ich dann auf den Pod XT zurück, der ähnliche Sounds verwendet, alles immer sehr sparsam. Ich bin kein Freund von boah,
Wahnsinn. Unglaubliche Hallfahnen und Delays, klingt die im Proberaum super und dann spielst du Konzerthalle und die klingt an sich schon hallig, weil es ist, und dann gehst du komplett im Bach runter, weil es einfach ein undurchsichtiges, indirektes Signal wird. Das sind so diese zwei Setups. Andererseits POD XT, bin ich immer sehr gut gefahren, auf einige Live-DVDs verwendet und, oder halt im Studio dann wirklich das analoge. Also ich bin, wie gesagt, mit Fingerstyle ja ausgebildet auf der klassischen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr ganz so häufig, dass ich jetzt klassische Stücke spiele. Ich habe angefangen, diese Fingertechnik in so eine Art Hybrid-Picking mit einzubauen. Das heißt, ich habe das Pick einerseits, wie man halt Pick spielt, aber du verwendest die Finger mit dazu. Und da gibt es dann so, zum Beispiel solche Geschichten. Das ist so mein Fingerstyle, den ich mitverwende. Oder auf der anderen Seite natürlich, jetzt angenommen, man spielt irgendwie eine Bossa-Nummer, dann lege ich das Pick auch gerne weg und spielt komplett in diesem Fingerstyle. Genau, aber so die klassische Technik ist ein bisschen ein Einschlafen für die Arbeit. Ist natürlich auch nicht so gefordert, gell? Ja, ist einfach bei mir eine Frage der, wie du sagst, der Anforderung und auch der Auftragslage. Und wenn es jetzt so wäre, dass es ein reines klassisches Konzert wäre, dann würde ich mich sicherlich hinsetzen und das auch wieder drauf schaffen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, weil ich spiele sehr viel Steel String Gitarren oder überhaupt E-Gitarren, die sind ja sowieso mit Stahlsaiten bespannt. Ist es auch schwierig, jetzt komplett mit diesem reinen Nagelspiel oder klassischen Gitarrenspiel, weil du bleibst dann vielleicht einmal hängen. Es klingt auch manchmal nicht wirklich so gut, da ist dann mit dem Pick einfach auch, gerade in der Anspannung des Konzertes, es ist heiß auf der Bühne, du siehst vielleicht nicht ganz genau, bist da aufgeregt. Und da fällt es mir persönlich wesentlich leichter mit dieser Hybrid-Picking-Technik. Dann kommt weiter schneller wechseln, also kurze gepickte Phrase und im nächsten Takt hast du vielleicht wieder irgendwas Strumming. Und dann bist du einfach auch schnell dabei. Also es gibt jetzt gerade aktuell gibt's eine Akkordfolge in diesem Ian Anderson Akustik-Tour-Programm. Und zwar ist das ein Rearrangement von der Riesenzahlnummer Aqualung. Und da kommt eine schöne Akkordprogression vor, die finde ich einfach jeden Abend interessant. Also du kommst aus D, kommst du raus. Und dann kommt. Das finde ich einfach sehr reizvoll, weil das so ein Drift, so einen harmonischen durchmacht. Finde ich sehr schön. Auf der anderen Seite, was mir kompositorisch immer sehr gut gefallen hat, ist das Stilelement der Mediantik. Das war in den 80er, 90er, das ist ein ganz, ganz interessantes Tool, einfach ein Hollywood Scores, Basic Instinct zum Beispiel. Das kann man ganz leicht demonstrieren. Indem man zum Beispiel hier D-Moll spielt und dann auf F-Moll wechselt. Und dann hast du genau diese Terzverwandtschaft mit der ersten Grades. Und das erzeugt eine ganz interessante Spannung in dem Moment. Also wenn man sich jetzt ganz kurz vorstellen würde, da läuft jetzt irgendjemand durch den Wald und es ist alles dunkel und du hörst irgendwie vielleicht der eine oder andere hat im Moment schon dieses Harry Potter-Ding im Kopf, wo er sagt, ah, das kenne ich doch irgendwie. Und da wird sowas auch gerne verwendet, steht da drauf. Also das finde ich einfach cool.